Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem zweiten Balkonkonzert. Pünktlich, wenn hier in Münster die Kirchenglocken losgehen. Und ich habe mitgebracht natürlich für Sie die größten Hits der Straße. Ein Gruß geht raus nach None in meiner Heimatstadt und natürlich nach Ibbenbüren. Ich hoffe, viele Ibbenbürener schauen heute zu und natürlich auch an alle anderen da draußen. Okay. An Münster natürlich auch. Ja, wir legen los und zwar mit dem Hit Tico Tico No Fuba. Konzerte gemacht werden, seit neuestem auch online, und auch wir Straßenmusiker haben das nicht ganz so leicht. Ich dachte heute, vielleicht könnte ich ja nach Ibbenbüren in die Fußgängerzone gehen, aber das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das kann ich auch verstehen, nachher stellen sich dann auch zu viele Leute hin oder so, und deswegen ist der Grund, warum ich heute jetzt auch wieder dann hier bin. Genau, ja, und es geht locker flockig weiter hier im Programm. Viele von Ihnen haben sich sicherlich gefragt, wie wohnt eigentlich Silke Bischerhoff? Ne? Kann ich Ihnen sagen, ich wohne auch in einer Wohnung. Ne? Bei den Konzerten werde ich ja oft gefragt, ob ich überhaupt ein Dach über dem Kopf habe. Weil ich bin ja schließlich Straßenmusikerin und deswegen habe ich ja eigentlich keine Wohnung. Ne? So denken die Leute. Aber Sie können sehen, zumindest einen Balkon habe ich. Ne? Balkon habe ich, Zelt steht da vorne. Genau, jetzt kommt der nächste Hit. Da habe ich was mitgebracht, ein Ragtime, heißt Xylophonia. Los geht's. Thank you.
Dankeschön. Da oben ein Applaus. Vielen Dank. Ja. Und als nächstes spielen wir jetzt natürlich, spiele ich ein Lied für Sie. Root Beer Rack von Billy Joel. Der absolute Klassiker als Straßenmusiker. Los geht's. Was Sie jetzt hören, das habe ich in der Zeit jetzt, wo wir hier sozusagen stay home, in Quarantäne sind sozusagen, habe ich das selber gemacht. Mal gucken, wie Ihnen das gefällt. Das ist ein Stück von Gerhard Stengert, mein lieber Kollege aus der Musikschule Lohne. Und das Stück heißt Schalke-Ruf. Ich bin mal gespannt. Wenn einige Schüler von mir gerade online sind, dann macht doch mal einen Daumen hoch. Da bin ich mal gespannt, ob ihr da seid. Ibbenbürener Schüler und natürlich Lohne oder Altenberger. Thank you.
war der sogenannte Schalko-Groove, den Sie da gerade gehört haben. Ja, für uns Musiker ist das natürlich gerade auch eine schwere Zeit. Allerdings als Straßenmusikerin, da freue ich mich eigentlich, denn die Straße, die bleibt. Ne, die Straße, die bleibt, da sage ich immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich bleib einfach dabei. Natürlich spiele ich auch gerne im Konzertsaal, aber Straße ist natürlich immer mein Lieblingsding. Ja, das nächste Stück sollte Ihnen eigentlich bekannt vorkommen, da sage ich nur das Stichwort, Sie wissen, was kommt. Ja, Aram Khachaturian. Also kommt jetzt natürlich der berühmte Säbeltanz. Los geht's! Ich hoffe, Sie sind noch online. Ist das der Fall? Gut, dann freue ich mich natürlich besonders. Ja, als nächstes habe ich Ihnen ein Stück mitgebracht. Das ist ganz neu, das heißt The Way und für 4 Schlägel. Vielen Dank.
vielen Dank da draußen. Ja, das ist immer ein bisschen komisch. Man weiß ja gar nicht, ob sie das jetzt auch hören. Das weiß man gar nicht oder ob sie da jetzt, ja. Okay, als nächstes ist es so, jetzt haben wir ja schon 19.51 Uhr. Ja? Dann habe ich mir eine Setlist gemacht. Ich wollte eigentlich noch was auf kleine Trommel spielen und alles Mögliche. Das lasse ich jetzt weg. Kommen wir nun zu den Klassikern. Und natürlich spiele ich für Sie den Hit. Sie wollen es. Sie wollen es hören. Ich weiß es genau. Ich brauche gar nicht sagen, was kommt. Wer mich kennt, der weiß, was jetzt kommt. Das war ja ganz witzig, als wir in Lede waren auf dem Carport-Festival. Liebe Iben Böhner, Sie kennen ja Lede. Ne? Und Lede, das war für mich ein Schlüsselmoment. Papa, du weißt, Lede. Das ist sogar, seitdem ist das für uns ein Wort für etwas, was gut ist. Da sagen wir immer Lede. Und da das nächste Stück, das passt nämlich gut. Da habe ich in Lede gesagt, das nächste Stück, da holen Sie sich ein Bier. Und da hat ein Kind gesagt, wie, das nächste Stück heißt Bier? Mama, wieso heißt das Bier? Nein, ich sage Ihnen, warum das Bier ist. Weil jetzt kommt natürlich der berühmte Ländler. Ländler-Potpourri, auch wenn dieses Jahr das Oktoberfest nicht stattfinden kann. Schade, aber was noch viel schlimmer ist, ist, dass unser geliebter Stoppelmarkt nicht stattfinden kann. Das ist wohl das Allerschlimmste. Wir hatten letztes Jahr so einen Spaß mit Olli P., können Sie sich nicht vorstellen, im Zelt. So, auf Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Nachbarn. Und das nächste Stück. Für Sie, Ländler-Potpourri.
Vielen Dank. Ja. Okay, wir haben jetzt nur noch 2 Minuten, das heißt, jetzt kommt das letzte Stück und ja. Liebe Leute, für diese Aktion und ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank! Und dann sehen wir uns hoffentlich bald gesund und munter auf der Straße wieder.